Mein erster Dienstposten war Großaal. Ich bin nach der Matura am 1. Oktober in Großaal an die Volksschule gekommen. Ich habe da dann die zweite Klasse bekommen, 52 Kinder. Das ist für damals ganz normal gewesen. Also diese Schülerzahlen zu der Zeit, die sind so groß gewesen. Da hat es auch noch keine Tische gegeben, da waren nur Bänke. Und für drei bestimmt, aber meistens sind es fünf oder sechs auch drin gesessen. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen. Im alten Schulhaus war das. Zum Filmen bin ich gekommen durch meinen Schwager Herbert Strange aus Salzburg. Der hat eines Tages zu mir gesagt, du, ich habe von der Firma Eumig drei Kameras, die kann ich jeweils für ein Jahr verleihen. Nachher muss man es halt wieder zurückgeben. Und wenn du interessiert bist, nachher könnte dir so eine Kamera geben. Sagt, ja, aber du musst mir dann auch helfen, weil von der Filmerei habe ich keine Ahnung. Und wie ich dann das erste Mal die Kamera in die Hand bekommen habe von ihm, haben wir gleich mal den Handschlittenzug im hintersten Winkel des Tales gemacht. Das ist eine ganz alte Art der Holzbrünung in Blochform. Und ich habe von Anfang an immer ein Drehbuch gehabt. Ich habe nie die Rollen irgendwie dann auf die Seiten gelegt, sondern immer noch einen kleinen Drehbuch und dann auch gleich zusammengeschnitten. Der Bergbauer, das war der Langbrand, Jock. Er ist Schützenhauptmann gewesen im Ersten Weltkrieg bei den Kaiserschützen war, ist dann bei den Bundesforsten gewesen und in den 30er Jahren hat er dann ein aufgelassenes Bauernlehen zu kaufen bekommen und wir waren sehr viel beisammen. Halten wir nun einmal Rückschau in sein Leben als Bauer und als Schützenhauptmann. Begleiten wir Graz heim zu seinem Langbrandhof. Nicht immer war er in der glücklichen Lage, selbst einen Hof zu besitzen. Im Ersten Weltkrieg diente er als Zugführer bei den Kaiserschützen und kämpfte als solcher an der Italienfront. Nach Kriegsende arbeitete er zuerst als Holzknecht und später als Holzmeister bei den Bundesforsten. Er war übrigens auch der letzte Triftmeister in der Großaaler Ache. Bis zum Jahre 1929 wurde nämlich das Holz in Meterscheitern durch die Lichtensteinklamm getriftet. Nicht selten verklemmten sich die Hölzer an manchen Stellen und die Scheiter konnten nur dadurch gelöst werden, dass von einem Ufer zum anderen ein Seil gespannt wurde, ein Holzknecht sich mit beiden Füßen am Seil hielt und mit den Händen die verspreizten Hölzer freimachte. Da diese Arbeit äußerst gefährlich war, musste sie meist der Triftmeister selbst übernehmen. Und der Wonten-Jock wusste so manches Lied davon zu singen. Aufgrund seiner Sparsamkeit ging 1934 sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Er konnte den seit Jahrzehnten nur mehr als Zulehen in Verwendung stehenden Langbrandhof kaufen und wieder besiedeln. Damit war er endlich selbstständiger Bauer und konnte mit seiner Familie den Hof bewirtschaften. Die richtigen Gebirgsbauern, die hoch oben leben, sind natürlich schon einfacher. Aber wenn heute ein Stall gebaut wird, kann man das gar nicht vergleichen mit Ställen zu der Zeit von früher. Die sind große, wirklich moderne, mit allen technischen Finessen ausgestattete Ställe. Und das ist aber auch richtig, weil mit diesen Arbeitsmethoden, wie da in dem Film gezeigt wird, ob jetzt das Holzschlittenziehen ist oder ob dann das Heuliefern ist von der Bergmaut herunter, das
könnte man in der heutigen Zeit gar nicht mehr machen. Es war im Jahr 1966, da sind zwei ganz gewaltige Hochwetter gekommen. Und da ist ein Großteil des Tales überschwemmt worden. Diese Wassermassen, die da im Film ja zu sehen sind, zeigen, welche verheerenden Folgen diese Gewitter damals gehabt haben. 4. November 1966. Infolge lang anhaltender wolkenbruchartiger Regenfälle ist die Großaaler Ache an vielen Stellen über die Ufer getreten. Bereits im August dieses Jahres gab es Hochwasser, doch diesmal nahmen die Überschwemmungen katastrophale Ausmaße an. Im Bereich Großaarl und Hütschlag entstanden viele Ufereinrisse. Die Folge waren gewaltige Schäden an der Landstraße und in den Fluren. Zwei über die Großaalache führende Brücken wurden weggerissen. Auch der Stausee im Gemeindegebiet Großaarl trat über die Ufer und überschwemmte den Talboden. Zum Beispiel sieht man einen alten Unterkofler Vater, wie zwei Söhne ihn über die Straße rüberbringen, bis zu den Oberschenkeln im strömenden Wasser drinnen. Teilweise sind Häuser bis zur Hälfte im ersten Stock überschwemmt worden. Also es war hauptsächlich die Feuerwehr und ja, eigentlich alle Vereine haben wir. Die ganze Bevölkerung hat da zusammengehalten. In den 70er Jahren ist Kruzifixes entstanden. Der Kreuzer Franz, ein Freund von mir, der hat also einen Auftrag bekommen, von Oberösterreich ein lebensgroßes Kruzifix für den Friedhof zu machen. Und jetzt haben wir ausgemacht, dass ich von Zeit zu Zeit einmal, zweimal, je nach Wetter, rauffahre und immer dazwischen wieder Aufnahmen mache. Und wenn dann der Korpus sicher schon zu erkennen war, haben wir dann drinnen weiter gefilmt. Innen drinnen habe ich dann mit Licht gearbeitet und habe auch nur einen kleinen Scheinwerfer gehabt, sodass auch die Schattenwirkung erhalten geblieben ist. Hat man wirklich mit Stemmeisen und mit Schnitzeisen und mit der Hock hat man das raushacken müssen. Dieses hektische Treiben in den Städten noch sehr viel mit Weihnachten, der stillsten Zeit des Jahres, zu tun?
wohl kaum. Schauen wir einmal, wie die Bewohner von Großaarl im Lande Salzburg vor nicht allzu langer Zeit noch die Advent- und Weihnachtszeit feierten und zum Teil auch heute noch feiern. Weihnacht war so, ich bin von der Stadt und habe in Großaarl, wie ich dann angestellt worden bin als Lehrer, diese Bräuche in der damaligen Zeit noch gesehen. Und ich habe mir gedacht, die möchte ich festhalten. Wer weiß, wie lange diese Bräuche noch existieren. Die haben wir also gemeinsam besprochen mit Leuten, die da Erfahrung haben. Und wir haben Kutschen haben wir ausfindig gemacht. Wir haben die alten Gewänder herausgezogen. Und die Musik hat mitgemacht, die Feuerwehr hat mitgemacht und hat mit Leiter, dass ich oben am Kirchturm oben die Bläser filmen kann. Also der ganze Ort hat eigentlich bei diesem Film mitgemacht. Es sind alles ehemalige Advent- und Weihnachtsbräuche, die da also gezeigt werden. Und ich bin froh, allein hätte ich das nicht geschafft. Es war eine Mithilfe von der ganzen Bevölkerung. Großartig. Man sieht zum Beispiel auch, wie das Klotzenbrot gebacken wird. Das ist in einem so wie bei Hänsel und Gretel, sind diese Öfen noch. Also diese Bräuche, ich bin froh, dass wir das noch gemacht haben, weil die kriegt man heute, glaube ich, gar nicht mehr so zusammen. Die Häuser sind auch gar nicht mehr so. Wenn man vorstellt, bei einem Schornlechenhof, wo dann das Frauenbild tragen ist. Frauen tragen, nennt man den Brauch bei dunklen Tagen vor Weihnachten, Kinder von Haus zu Haus ein Marienbild tragen, das von den Familien über Nacht beherbergt wird. Das wird jetzt auch wieder gemacht, im kleinen Rahmen. Aber es ist nicht mehr das, wie es früher war. Da ist wirklich von Haus zu Haus das Bild getragen worden. Das ist ein schöner Brauch. Michael und Katharina Gruber feiern die goldene Hochzeit. Aus diesem Grunde veranstalteten Freunde eine Feier, wie sie heutzutage nur mehr selten anzutreffen ist. Viele alte Bräuche werden zu Ehren des Jubelpaares noch einmal lebendig. Vorreiter, Kranzeltänzer und so weiter. Der Michi von Großaarl war Totengräber und Nachtwächter in Großaarl. Und vor dem Ersten Weltkrieg haben sie dann die Hochzeit gehabt und sie waren so arm, dass sie sich nicht einmal die Ringe für die Hochzeit leisten konnten. Musik.
zusammengezahlt und haben zusammengeholfen. Und ist ein wirklich schönes, großes, goldenes Fest gewesen, mit Kutsche, mit allem drum und dran. Der Beruf als Totengräber, das ist eigentlich heute, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der hat im Winter mit einem Krampen und einer Schaufel die Gräber ausheben müssen. Und da hat er einiges. Die Totengräber damals haben gesagt, na bitte nicht im Winter. Wart's lieber bis zum Sommer, im Sterben. Holzlieferung, da war es so, dass der Wolf schon größer war. Ich glaube, er hat so 16, 17 Jahre war. Und dann haben gesagt, machst du die Drehaufnahmen. Und wir haben dann beide zusammen, ich habe dann nachher die Innenaufnahmen, was nachher noch kommen, aber wir haben diesen Film zusammen gemacht. Da sieht man, wie diese Holzknechte, es ist in Hütschlag gedreht worden, mit den Schlitten raufgehen. Und dann wurde mir aber gesagt, dass früher bis in den 30er Jahren diese Schlitten getragen wurden. Im Film haben wir es auch. Die Holzknechte haben dann den Schlitten getragen und wir haben dann das abgebogen, der Schlitten mit den Ketten, mit all den Eisenbeschlägen und was so dazugehört, hat 60 Kilogramm gewogen. Die Holzknechte sind zweimal im Tag gegangen, eine noch im Finstern, da sind sie weggegangen von den Hunden, hinauf zu den Lagerstellen, wo die Bloch gelagert waren. Und sind dann runtergefahren und sind dann nach dem Mittagessen wieder raufgegangen und eine zweite Fahrt gemacht. Und der Handschlittenzug, der ist dann in den 80er Jahren ist verschwunden. Und zwar deswegen, weil jetzt die Bundesforste Wege gemacht haben, wo sie mit ihren Lastwagen rauffahren können und das Holz runterbringen. Es ist jetzt einige Zeit her, dass ich den letzten Film gemacht habe. Mit dem digitalen Filmen bin ich nicht mehr warm geworden. In meiner Freizeit verlege ich mich jetzt aufs Schreiben. Ich habe mir immer gewünscht, die Zeit zu haben, die Erlebnisse, die ich seit 1950 als Lehrer in Großerl und dann spät in Salzburg erlebt habe, dass ich das in einem Büchlein zusammenstelle. Und jetzt habe ich dann Zeit dazu und habe sehr viele Fotografien von alten Leuten und solche Erlebnisse, die ich in Großerl in den letzten 60 Jahren, kann man jetzt schon sagen, gehabt habe, die werden in einem Büchlein zusammengestellt.